Rückschlag für Brüssel bei der Unterstützung der Ukraine. Nachdem sich die EU-Außenminister auf eine gemeinsame Lieferung von Munition an Kiew geeinigt hatten, erklärte nun Bulgarien, aus dem Programm wieder auszusteigen. Präsident Rumen Radev sagte, dass seine Regierung sämtliche Waffenlieferungen nicht gewährleisten könne. Европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира. И докато управлява служебното правителство, България няма да предостави на Украина своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове и бронетранспортери. Der Wall machte Japan deutlich, klar hinter der Ukraine zu stehen. Am Dienstag traf Ministerpräsident Fumio Kishida zu einem überraschenden Besuch in Kiew ein. Beim Treffen mit Präsident Zelensky verurteilte der Regierungschef Moskaus Angriffskrieg. Japan zeige seine uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung für die Ukraine.